Ja, ich habe die Ministerin befragt, ob sie gedenkt, vielleicht ein gesundes Frühstück in den Schulen einzuführen, weil die WHO festgestellt hat, dass die Jugendlichen und Kinder auch immer übergewichtiger werden. Diese Feststellung hat auch die Uni Maastricht gemacht. Und es gibt schon solche Projekte beispielsweise in Finnland, das heißt, die bieten dieses gesunde Frühstück an. Die Ministerin hat mir erklärt, welche Aktivitäten oder was es bereits in der deutschsprachigen Gemeinschaft gibt, zum Beispiel Tutti Frutti und viele Aktivitäten in den Primarschulen. Aber ich denke, wir sollten das auf die Sekundarschulen ausweiten und zwar gesundes Essen anbieten, Obst und Gemüse. Das ist für viele Familien doch sehr teuer und ich denke, das wäre gut, wenn man das in den Schulen anbieten würde. Was bereits geschehen ist, ist, dass man auch unter anderem ungesunde Lebensmittel und Getränke, die Zucker enthalten, bereits entfernt hat aus den Sekundarschulen. Aber ich glaube, wir müssen am Ball bleiben, vor allen Dingen, weil die Situation sich eben verschlechtert hat.